dem heutigen Brookhaven Roleplay Video betrügt mich mein Freund und ich finde es raus. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Wer ruft denn jetzt noch an? Mila. Mila? Hi Sandy. Du, ich wollte dich jetzt nochmal fragen, hast du jetzt morgen eigentlich noch Hausarrest oder nicht? Stimmt, Hausarrest. Ja, ich muss meine Mama noch fragen, ob ich morgen noch Hausarrest habe oder bis übermorgen Hausarrest habe. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, ich glaube, du hast bis morgen Hausarrest. Also, theoretisch bis heute, dass du morgen wieder was unternehmen kannst. Ja, das kann sein. Ich frag mal einfach schnell meine Mama. Ich glaube, die guckt gerade noch ihre Serie, bevor sie ins Bett geht. Was guckt sie? Ihre Serie. Ach so, ich habe Serie verstanden. Komisch. Hä, habe ich gar nicht gesagt. Hast du doch. Habe ich gar nicht. Hast du doch. Oh, Mila, nerv nicht. Ich frag meine Mama und ruft sich zurück, okay? Ein paar Sekunden später. Mama? Mama, ich will dich gar nicht so lange stören. Was ist denn, mein Schatz? Ich guck gerade meine Serie. Ich habe nur eine ganz, ganz, ganz mega kurze Frage, Mama. Ja, was ist denn, mein Schatz? Also Mama, es ist ja so, dass ich Hausarrest hatte. Bis heute, oder? Dann kann ich ja morgen wieder was unternehmen mit meinen Freunden, oder? Also es wäre jetzt grundsätzlich vorbei, also das Hausarrest. Kein Grund zur Panik, Schatz. Du hast ab morgen keinen Hausarrest mehr. Heute war der letzte Tag. Das heißt, du kannst morgen wieder was mit deinen Freunden unternehmen. Mit Mila oder vielleicht auch mit Kilian. Der freut sich bestimmt. Cool. Danke, Mama. Boah, Mila, geh halt ran. Ein paar Sekunden später. Sandy? Boah, Mila, wie lange brauchst du denn an ein Handy ranzugehen? Ganz ehrlich. Chill mal dein Leben. Ich war kurz auf Toilette. Das nächste Mal kann ich dir ja auf Toilette antworten. Okay, Mila, verschon mich bitte mit deinem Toilettengang. Ja, dann nerv halt nicht, wenn ich kurz auf Toilette bin. Ist ja gut, Mila, es tut mir leid. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe morgen wirklich keinen Hausarrest mehr. Siehst du, sag ich doch. Ich habe nie gesagt, dass du es nicht gesagt hast. Doch. Nein. Doch. Mila. Ist ja gut. Was machen wir denn morgen? Also jetzt ist gerade schon spät und ich möchte eigentlich jetzt auch gleich hier ein bisschen noch ein Buch lesen und dann ins Bett. Aber wir könnten vielleicht morgen einfach fragen, ob die Jungs morgen Zeit haben. Und dann könnten wir irgendwas unternehmen oder so. Das ist eine gute Idee. Schlaf gut, Sandy. Bis morgen, Mila. Am nächsten Tag. Oh nein, ich bin voll spät dran. Meine Hausaufgaben. Mist. Puh, da sind sie ja. Also das Zeug schnell in den Rucksack und schnell zum Bus. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, die beiden sind schon da. Hi, Kilian. Hi, Mila. Guten Morgen, Sandy. Cool, dass es endlich wieder hell draußen ist. Ah, Sommer ist was Tolles. Guten Morgen, Sandy. Mila hat mir gerade erzählt, dass du ab sofort keinen Hausarrest mehr hast. Richtig cool. Guten Morgen, ihr beiden. Ja, ohne Hausarrest ist es definitiv viel besser. Ah, Gott sei Dank. Mila und ich hatten uns gefragt, ob du vielleicht heute Zeit hast. Und natürlich auch Kevin. Dann könnten wir irgendwie feiern, dass ich halt keinen Hausarrest mehr habe, endlich. Sorry, Sandy. Heute ist extrem schlecht. Ich kann heute leider nicht. Schade, Kilian. Naja, macht nichts. Vielleicht morgen. Oh, da kommt der Bus. Richtig gut, dass du keinen Hausarrest mehr hast, Sandy. Danke dir, Kevin. Ich bin auch echt froh. Und ich hoffe, dass wir demnächst nicht mehr irgendwelche komischen Sachen machen und irgendwelche Unterschriften fälschen, dass meine Mutter wieder komplett durchdreht. Ja, das war vielleicht nicht die beste aller meiner Ideen. Guten Morgen. Wer ist sie denn? Ja, genau, wer ist sie denn? Haben wir etwa eine neue Schülerin? Ja, sie ist eine neue Schülerin. Sie heißt Nina. Woher weißt du denn das so genau? Habe ich auch nur gehört. 6,5 Stunden später. Also ganz ehrlich, Sandy, ich finde die neue Schülerin irgendwie ein bisschen komisch. Die redet nur mit den Jungs und hat mit uns noch kein einziges Wort gesprochen. Ich finde die irgendwie auch komisch. Die müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Sie will auf jeden Fall nicht unser Freund sein. Ich meine, ist okay, weil sie ist in der Parallelklasse, aber trotzdem. Sie ist eigenartig. Und ich möchte mir einbilden, dass sie die ganze Zeit den Kilian angrinst. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass sie die ganze Zeit den Kevin angrinst. Aber auf jeden Fall müssen wir sie genau im Auge behalten. Am nächsten Tag. Sagt mal, ihr beiden, wie findet ihr eigentlich die neue Schülerin, diese Nina aus der Parallelklasse?
Also ich finde die ganz nett. Und du, Kilian? Ja, also ich habe also keine Meinung, glaube ich. Also so. Okay. Ein paar Sekunden später. Oh, bevor ich es vergesse, wollen wir heute was unternehmen? Irgendwie, weiß ich nicht, wir könnten zu Starbucks Coffee gehen oder so. Ah, ich muss endlich wieder raus. Gestern hatte ja irgendwie gefühlt niemand Zeit außer die Mila. Also, ich bin dabei. Yo, ich bin auch dabei. Starbucks Coffee geht immer. Sorry, aber ich kann heute nicht. Du kannst heute schon wieder nicht? Aber ich hatte voll lange Hausarrest. Und jetzt hast du nie Zeit? Warum? Ich muss meiner Mutter helfen. Ich hab's ihr versprochen. Es tut mir leid, Sandy. Mila, sag mir bitte, dass du es auch komisch findest, dass Kilian gar keine Zeit mehr hat. Ganz ehrlich, Sandy, ich finde es mehr als komisch. Als wenn er die Zeit mit jemandem anders verbringen würde. Meinst du etwa, er lügt? Vielleicht hat er eine neue Freundin und traut sich einfach nicht zu sagen, dass er mich nicht mehr liebt. Oh, Sandy, ich wollte dich nicht zum Weinen bringen. Es tut mir leid. Bestimmt hat er keine neue Freundin. Ganz, ganz bestimmt. Ich meine, du wohnst doch neben ihm, oder? Du würdest doch rausfinden, wenn er eine neue Freundin hätte. Das ist es. Das ist was genau? Wir finden raus, was er im Schilde führt. Ganz ehrlich, wenn er mich betrügt, dann finden wir es raus. Wie du schon gesagt hast, ich weiß, wo er wohnt und wir wohnen direkt nebenan. Das heißt, falls er eine neue Freundin hat, dann werden wir das rausfinden, indem dass wir ihm hinterher spionieren. Sandy, ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine richtig, richtig schlechte Idee. Wenn er das rausfindet, dann wird er so sauer sein. Mila, ich muss wissen, was los ist. Er benimmt sich mega komisch, seitdem ich keinen Hausarrest mehr habe. Und ich weiß auch nicht, was er in den letzten 2 Wochen so die ganze Zeit gemacht hat. Von daher, ich muss unbedingt rausfinden, was da los ist. Mit oder ohne dir? Ohne mich? Nein, auf keinen Fall. Natürlich mache ich mit. Wir gucken, was Kilian heute macht. Und ich hoffe einfach, dass er es niemals rausfinden wird. Eine Stunde später. Bist du dir sicher, dass er uns hier nicht sieht? Ich meine, wenn er genau guckt, dann sieht er uns doch hinter der Hecke, ganz bestimmt. Nein, der sieht uns hier nicht. Wir sollten aber unsere Rucksäcke ausziehen, die stören irgendwie. Nicht, dass wir uns doch schnell bücken müssen. Was haben denn unsere Rucksäcke damit zu tun? Egal, wir ziehen sie einfach aus. Und dann legen wir uns auf die Lauer und gucken, was er tut. Okay. 20 Minuten später. Du, Sandy. Was ist denn, Mila? Was ist, wenn gar nichts passiert? Also, er ist jetzt mit uns da reingegangen, vom Schulbus aus. Und was ist, wenn er jetzt den ganzen Tag da drin bleibt und wir sitzen hier Stunden? Dann sitzen wir eben hier Stunden. Oje, Sandy, du bist richtig sauer. Ich sehe schon. Später. Sandy, schau mal. Schau mal, wer da kommt. Das ist doch die Neue. Was? Er hat wirklich eine neue Freundin? Diese Nina? Das kann doch nicht sein. Mila! Vielleicht ist es auch irgendein Missverständnis. Hat er Geschwister? Nein, hat er nicht. Dann vielleicht die Mutter oder irgendwie sowas? Nein, Mila. Schau. Er macht dir auf. Und ich glaube, jetzt gehen sie gemeinsam rein. Ich hab genug gesehen. Mila, ich hab gedacht, dass wir für immer zusammenbleiben. Und dass er die Liebe meines Lebens ist. Und jetzt, nach nur ein paar Monaten, hat er eine neue Freundin. Ganz ehrlich, ich kann das immer noch nicht glauben. Kilian ist doch eigentlich so netter. Es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben, warum das gerade so war. Ich glaube nicht, Mila. Ich glaube, er betrügt mich. Und ich glaube, er traut sich einfach nur nicht, mit mir Schluss zu machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich. Dann war es aber mit diesem Roleplay von Brookhaven für heute. Natürlich gibt es weitere Folgen von dieser Geschichte. Ihr findet die komplette Geschichte auch in der Playlist. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!